Herzlich willkommen beim Nettes Morgensblog der Welt. Heute geht es um Bibis Beauty Palace, die ihren Hals nicht mehr voll bekommt anscheinend. Warum ich das so deutlich sage, werdet ihr in diesem Video erfahren. Es geht wirklich in eine Richtung mittlerweile, die mir absolut nicht passt. Wir sprechen von einer Multimillionärin höchstwahrscheinlich. Und dass dies jetzt nötig hat, mir für irgendwelche beschissenen und dubiosen Handygames Werbung zu machen, halte ich für äußerst fragwürdig, gerade wenn man bedenkt, dass sie eine sehr junge Zuschauerschaft hat. Denn Bibi hat nichts Besseres zu tun, als jetzt Werbung für eine Gaming-App namens Coinmaster zu machen, aber sieht selbst. Lass mal eine Runde Coinmaster spielen. Yes! Nein! Oh, jetzt hat Max mein Dorf angegriffen. Oh nein! Oh Mist! Ich bin vielleicht kein Meister in der Küche, aber dafür bin ich der Coinmaster. Coinmaster, jetzt spielen. Dass diese Gaming-App absolut beschissene Bewertung hat, brauche ich ja hier nicht mehr deutlich zu machen. Ich blende euch hier mal einige ein und ich finde es wirklich ziemlich schade, dass eine Person mit über 6 Millionen Followern, mit über 5 Millionen Abonnenten auf YouTube es für nötig hält, für eine App Werbung zu machen, obwohl sie schon mit einem beschissenen Song Geld verdient hat, der absolut scheiße war damals. Sie hat den verkauft, es war kein Geschenk für die Fans, für 4 oder 5 Millionen Abonnenten, nein, daraus musste Geld gemacht werden. Sie hat in fast jedem Video ein Product Placement, was ich gar nicht mal so tragisch finde, wenn es auch wirklich passt zu ihrem Kanal und kein Epiliergerät ist für ja 20 aufwärts und nicht für Kids, die sie meist gucken. Nein, sie macht dann auch noch solche Dinger mit dieser Handy-App und ich frage mich wirklich, ob sie noch den Hals voll bekommt. Sie hatte eine Million-Euro-Idee, beziehungsweise das Management von ihr mit Belu. Dagegen ist gar nichts zu sagen. Es geht absolut fit, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, der wirklich auch Geld einbringt. Und wenn sie damit nicht mehrere hunderttausend Euro verdient, hat sie einfach einen dämlichen Vertrag unterschrieben und sollte sich wirklich besser beraten lassen. Wenn sie auf Instagram und auf ihrem YouTube-Kanal nicht mehrere hunderttausend Euro im Jahr mit verdient, dann macht sie auch was falsch. Sie kann sich gerne bei mir melden. Ich manage sie für keinen Cent und werde ihr Tipps geben, wie man dort aus dieser Reichweite mehrere hunderttausend Euro im Monat machen kann, ohne den Leuten so eine Scheiße zu verkaufen. Ich frage mich wirklich, wie weit will diese Frau noch gehen? Ich habe nichts gegen sie persönlich. Ich habe auch nichts gegen Julienko oder ihr Kind. Ich wünsche den dreien nur das Beste. Ich bin kein Neider. Das möchte ich auch nochmal ausdrücklich sagen, weil viele Fans wahrscheinlich auch auf dieses Video klicken werden von ihr. Aber ihr müsst das doch langsam mal erkennen. Wie weit kann denn eine Person noch gehen? Ich finde es wirklich tragisch und auch bitter, dass die so abgefeiert wird. Der Song wurde ihr verziehen, der absolute Müll war. Dann diese Aktion mit diesen dauernden Placements in den Videos, was ja noch vielleicht auf der einen Seite noch okay ist, wenn es passt. Aber wenn die dann noch solche Handy-Games bewirbt, die absoluter Müll sind, die schlechte Bewertungen auch zum Teil hat oder ziemlich häufig schlechte Bewertungen hat, gerade bei den letzten Bewertung handelt es sich hauptsächlich um ein oder zwei Sternenbewertungen, die ich hier auch nochmal einblenden werde. Da muss man nochmal so weit gehen und auch überlegen, ob das vielleicht passt oder gut ist oder ob man das Geld wirklich so dringend gerade braucht. Wenn man einen Kanal hat, der gerade nicht gut läuft oder generell ein YouTuber ist, der wirklich wenig Geld einnimmt, dann kann ich das ja hier und da noch verstehen. Aber ich zum Beispiel kriege auch dauernd Angebote, 2, 3, 4, 500 Euro für ein Handygame oder irgendwelche komischen gefakten China-Jeezys hier anzunehmen und anzupreisen für euch und irgendwelche dubiosen Webseiten zu promoten. Und ich sage jedes Mal nein. Und so eine Person, die mehrere hunderttausend Euro im Monat verdient, geht so weit. Also ich bitte euch, das zu hinterfragen. Das Angebot an Bibi steht auf jeden Fall. Sie kann sich gerne bei mir melden, wenn es wirklich so knapp gerade bei ihr ist, dass sie solche Games bewerben muss. Dann scheint es wirklich nicht gut zu laufen. Mit 6,5 Millionen Followern alleine auf Instagram und 5,6 Millionen Abonnenten auf YouTube muss es eigentlich drin sein, mehrere hunderttausend Euro im Monat zu verdienen. Und das meine ich wirklich ernst. Also wenn ihr einigermaßen euch damit der Materie auch auskennt, wisst ihr, dass da enorme Summen auch gezahlt werden. Und ich glaube auch, dass diese App sich sehr für sie rentiert hat. Ich finde es nur sehr erbärmlich, dass man solche Schritte eingeht, weil sie nagt, wie gesagt, nicht am Hungertuch und schaltet auch nach wie vor noch 6 bis 7 Mal Werbung auf ein 10-Minuten-Video. Und ich finde das einfach nur traurig, dass es ihr immer wieder verziehen wird. Sie ist bestimmt kein schlechter Mensch. Sie versucht wahrscheinlich auch nur ihr Geld weiter anzuhäufen, was ja auch in gewissen Grade noch
akzeptabel oder auch in Ordnung ist. Aber wenn man dann so weit geht und solche dubiosen Handygames bewirbt, wenn man es überhaupt nicht nötig hat, dann finde ich es auf jeden Fall auch ziemlich diskutabel. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Vielleicht seht ihr das auch ganz anders und findet das Handygame total geil, dass Bibi dafür Werbung macht. Dann hinterfrage ich euch aber persönlich auch. Aber ihr könnt es auch gerne anders sehen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Bis bald und ciao, ciao.